Die derzeitige Krise wird offenbar verstärkt von Extremisten dazu genutzt, ihre Ideologien und Verschwörungstheorien zu verbreiten. Das geht aus einem vertraulichen Lagebericht des Corona-Krisenstabes der Bundesregierung hervor. Danach geben Rechtsextremisten Minderheiten die Schuld an der Ausbreitung des Virus. Auf der anderen Seite bezeichneten Linksextremisten die Anti-Corona-Maßnahmen als Weg in den Überwachungsstaat und riefen zum Widerstand auf. Mobilfunkmasten. Manche halten sie für gefährlich. Das Coronavirus solle nun von dieser Gefahr ablenken. Nur eine von vielen Verschwörungstheorien, die in den letzten Wochen im Netz auftauchen. Und diese Verschwörungstheorie hat mittlerweile sogar dazu geführt, dass in ganz Europa Telefonmasten angezündet wurden. Also hier gab es auch wirklich Brandstiftung, die sich von Großbritannien über die Niederlande auch in Deutschland wirklich gezeigt hat.